willkommen zu einem neuen Fashion-Video. Weil euch das letzte so gut gefallen hat, dachte ich, dass ich euch mal wieder ein paar Alltagsoutfits zeige, die ich in letzter Zeit getragen habe. Es war absolutes Frühlingswetter, das heißt, von bis war alles dabei, von ich habe total gefroren bis hin zu das Gegenteil. Dementsprechend sind die Outfits auch sehr, ich sag mal, gut geeignet für jederlei Wetterlage. Und ich würde sagen, wir beginnen. Das ist so ein typisches Outfit, was ich anziehe, wenn ich einfach nur bequem sein möchte, wenn es super warm ist und ich was Luftiges brauche. Das ist ein Ensemble von Arkit aus Leinen in Schwarz. Einmal so eine Bluse, die, ja, ich würde sagen, normal geschnitten ist, nicht super oversized, aber nicht eng. Mit so super hübschen Permutknöpfen auch. Und die habe ich so halb reingesteckt. Dann trage ich dazu die passende Hose. Die ist auch von Arkit mit so Gummibund. Heißt sehr, sehr bequem. Und die hat auch Taschen. Die ist sehr lang und eher auch luftig und weit geschnitten. Finde ich aber für den Sommer perfekt. Und auch die Schuhe. Das sind so Mules. Die sind auch von Arkit. Finde ich super bequem. Ich muss sagen, Mules sind für mich im Sommer die perfekten Schuhe, wenn man halt einfach reinschlüpft. Und die sind aber super bequem in so einem Flechtmuster, in so einem schönen, ja, beige-mittelbraunton. Und als kleinen Hingucker habe ich dann diese weinrote Tasche. Die ist von Lacoste und die habe ich über Amazon bestellt. Und zwar gibt es bei Amazon jetzt einen neuen Service, der heißt Prime. Erst probieren, dann zahlen. Und darüber habe ich einige Sachen bestellt. Die musste ich eben noch nicht bezahlen. Konnte sie erstmal probieren, schauen, wie sie mir passen, wie sie mir gefallen. Und dann kann ich das zurückschicken, was mir nicht passt oder was mir nicht gefällt, und nur das behalten und dann bezahlen, was ich eben auch behalten möchte, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe auch zum Beispiel einen Mantel bestellt, den hatte ich in zwei Größen bestellt und das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man das dann alles bezahlen muss, wenn man wie ich gerade bei vielen Sachen mehrere Größen bestellen möchte und dann läppert sich das und es wird immer mehr und immer mehr. So kann man es erstmal anprobieren und schauen, welche Größe einem passt. Aber den zeige ich euch später noch. Auf jeden Fall ist das die Tasche, die ich dort gefunden habe. Ihr könnt da unter sehr, sehr vielen Sachen euch was aussuchen. Da gab es über Sneakers, Taschen, alle möglichen Kleidungsstücke, alles, was das Herz begehrt. Und ja, die hat es mir aber angetan. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu dem Look zusammen und auch so für den Alltag. Und ja, in einem Video mit Sommerleinen findet ihr auch ein Outfit mit Schal und Mantel. Aber ich will ehrlich sein und dieses Outfit hatte ich auch ein paar Mal an. Einfach weil es teilweise super kalt und windig war, aber sonnig. Dementsprechend sah mein Outfit dann so aus. Ich nehme mal die Sonnenbrille gleich wieder ab. Okay, ich fange vielleicht erstmal mit der Sonnenbrille an. Die ist nämlich von Captain & Son. Ich mag die total gerne. Ich habe die seit ein paar Jahren. So sieht die aus und ja, trage die sehr, sehr häufig. Dann habe ich einfach nur so ein Tanktop an. Das ist von H&M. Liebe ich, ist so ein Crop-Top und passt einfach irgendwie immer. Super praktisch, habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt. Dann habe ich so eine schöne, feine Stoffhose an von Arkit und einen Gürtel von ASOS. Und dann sind meine Schuhe die 530er Sneakers von New Balance. Die liebe ich und ziehe ich kaum aus. Die sind einfach unglaublich bequem und das ist im Mama-Alltag der Schlüssel zum Erfolg und Glück. Und ja, weil es eben an manchen Tagen sehr, sehr kalt war, habe ich dann tatsächlich einen Mantel getragen. Der ist jetzt von Monki. Das ist aber eher so ein dünnerer Mantel, also jetzt kein dicker Wollmantel oder so. Aber ich mag den super gerne. Ich mag auch so diese sehr weiten Ärmel und so. Finde ich super cool, den Look. Und dazu habe ich mir einen Schal von Pablo geschnappt. Der ist von Superdry gewesen und hat dann von der Farbe gut gepasst. Deswegen habe ich dann dazu gegriffen. Und so, ja, ist es quasi trotzdem nicht heiß genug. Ich habe jetzt hier kein langärmliches Teil an oder so. Aber weil es halt an manchen Tagen einfach super windig ist, bin ich halt windgeschützt. Vor allem mein Hals ist geschützt, weil
Das geht bei mir gar nicht. Also wenn es windig ist, brauche ich irgendwie einen geschützten Hals. Aber Sonne, deswegen Sonnenbrille. Oh. So. Das hier ist so ein typisches, ich weiß nicht, wie heute das Wetter wird, Outfit. Für solche Tage finde ich einen Trenchcoat einfach mega gut. Aber fangen wir mit dem T-Shirt an. Das ist von American Vintage. Ich habe von diesem T-Shirt ganz viele Farben, weil die super weich und bequem sind. Das hier ist jetzt in so einem schönen ausgewaschenen Grau. Dann wollte ich euch noch sagen, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, den Schmuck, den ich das ganze Video übertrage. Das ist eine Kette. Also die Kette hier ist von Miss Soma. Den Anhänger habe ich von meiner lieben Debbie bekommen mit so einem süßen Gummibären drauf. Und dann ist diese feine Kette hier und auch dieser Diamantbuchstabenanhänger, die sind von Mejuri. Genau. Und die Ohrringe sind alle komplett von Astrid & Mio. Und Sonnenbrille ist die von eben, Captain und Sun. Dann trage ich diesen Trenchcoat in so einem richtig schönen Grün. Ich muss sagen, ich finde, die Farbe passt richtig gut in meinen Kleiderschrank und als Trenchcoat finde ich es auch ein bisschen eleganter, sonst habe ich die Farbe eher so ja, in Form von Parkas oder so. Und die sind dann doch noch ein bisschen lässiger. Das hier macht das Ganze so ein bisschen schicker, finde ich total schön. Und ich mag auch die Farben zusammen sehr gerne. Und dann trage ich meine Longchamp-Tasche, die habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen, in diesem Pflaumenton. Die trage ich wirklich sehr, sehr, sehr oft, weil da passt irgendwie erstaunlich viel rein. Die ist schön leicht und passt auch zu vielen Sachen. Bei der Hose muss ich sagen, Volltreffer. Das ist die Editor Jeans von Topshop und die passt von der Länge super. Die ist sehr, sehr bequem und da fühle ich mich auch drin richtig wohl und die kneift nirgendwo. Also für Leute, die da vielleicht irgendwie Probleme mit haben, guckt euch die Editor Jeans von Topshop mal an. Finde ich richtig toll, vor allem auch, dass man Länge und Breite ja anpassen kann. Und deswegen trage ich die jetzt gerade sehr, sehr gerne. Und dazu dann meine Converse Chucks in Schwarz. Und das ist das letzte sehr fröhliche Outfit, was ich in vielen Variationen so trage. Erst war ich mir nicht sicher, ob ich so diese creme-weißen Farben kombinieren kann, aber dann dachte ich mir, why not? Das Top ist dieses Crop-Top von H&M, was ich andauernd anhabe. Die Jacke ist von Leger über About You. Ich muss sagen, ich mag die Kollektion von ihr eh generell sehr, sehr gerne. Das ist jetzt so eine Art Jeansjacke, aber irgendwie mal was anderes und auch in so einem schönen gelblichen, beige-weißlichen Ton. Und dann trage ich wieder die Lacoste-Tasche, die Captain und Sun Sonnenbrille, auch die Editor Jeans von eben. Jetzt könnt ihr sie noch mal so ein bisschen besser sehen und auch von der Länge, wie die bei mir passt. Einfach super bequem. Und dann dazu trage ich gerne meine Sandalen. Die hatte ich aus einem koreanischen Shop. Gibt es aber von verschiedenen Marken oder eben von Chanel. Das war's zu dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.